Gude und herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22, hier im Projekt Hofgut Velvet. Schön, dass ihr da seid. Ja, nach dem fatalen Anruf von der Bank und dem ganzen Konstrukt, was wir jetzt angelegt haben, hat sich nochmal der Bankberater gemeldet. Der hat die 1% akzeptiert, wenn wir aber noch im November 100.000 Euro von dem Kredit tilgen, kriegen wir 1% Kreditzins anstatt 2%. Und ich denke, das können wir uns leisten, sollten wir auch tun. Arbeit in der Nachbarschaft ist ja genug da, um wieder das Geld reinzuholen. Und auch ganz ehrlich, es ist ja auch nicht unser Geld. Ne? Apropos unser Geld. Ja, man hat mir mal gesagt, das Geld ist nicht weg, das hat nur ein anderer. Das gilt jetzt auch hier fürs Tanken. Ich musste den Johnny tanken. Das sieht auch übrigens auch wild aus, aber der wird jetzt gleich auch nochmal gestriezt. Ich habe den Grubber schon wieder hinten dran. Wahrscheinlich kriegt ihr jetzt alle schon wieder Schnappatmung. Ja, wir müssen jetzt wieder ranhasseln, ne? Die Nachbarn brauchen uns. Wir haben jetzt aufgetankt. 1,50 Euro den Liter. Okay. Oh, guckt mal da. Der Sean, der Landmaschinenhändler des Vertrauens hier im Ort, hat wohl den neuen Antonio Carraro. Da macht zwei. Schniekes Teil. Wahnsinn. Hier mit Bandlaufwerk, ja. Vorne 3 Punkt, hinten 3 Punkt. Hat er wohl hier ausgestellt. Da müsste ich ja theoretisch ihn heute Abend mal anrufen nach der Feldarbeit und fragen, ob wir den mal als Vorführer bekommen für die Arbeit im Winger, die jetzt anstehen. Laubrückschnitt und die erste Düngung aufbringen. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Lasst uns das mal im Hinterkopf behalten. So, jetzt steigen wir erstmal ein. So, und wir müssen... Reparieren müssen wir den auch. Wir müssen zur 36. Glaube ich. Lasst uns nochmal nachgucken. Ich habe den ganzen Überblick verloren. Aufgrund der Menge. Der Kowalski ist unterwegs. Die Chloe ist unterwegs. Und die Elizabeth ist unterwegs für uns. Weil, wie ihr seht, wir haben ganz viele Aufträge reingekommen. Ich fühle mich langsam wie ein Lohner. Ja, ich will mich aber nicht beschweren, weil wir brauchen die Kohle. Wir müssen runter von diesem Kredit. Ne? So, Grubbern auf der 13. Okay, 13. Da, die 13 ist oben. Bin ich schon mal falsch gefahren. Die ist hier... Geht mal aus der Bahn, ihr Rehkitzes. So. Ja, den Rindern und Milchvieh. Ich glaube, so nennt man den Unterschied, oder? Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ist jetzt auch angekommen, denen geht's gut. Die habe ich schön verladen. Der habe ich auch direkt nochmal 6000 Liter totale Mischration geholt. Und die sind jetzt hoffentlich dann gleich bei Milch zu produzieren, damit nicht so weit auf die Straße, danke. Damit wir dann gleich loslegen können. Mit der Milch, mit dem Milchverkauf. Ja, also wir haben hier einiges zu tun. Ich glaube auch, wir sollten jetzt erstmal den hier zur 13 schicken. Weil wir haben durchaus lukrativere Aufträge. Ich glaube, hier muss ich mal bei der Elisabeth muss ich mal eingreifen. Das mit dem Knicklenker fällt denen Kowalski. Der Kowalski sei ihm vergönnt. Der Johnson wird blockiert. Ihr seht, hier geht es drunter und drüber. Da muss man ein guter Manager sein. Kowalski geht jetzt zum Johnson, hilft dem Johnson. Ich fange hier schon mal an,
bei dem Feld 26. Das ist nämlich unser Key-Account sozusagen. Der ist der U. Das ist unser wichtigster Kunde. Den dürfen wir nicht verkraulen. Da muss ich die Sache zur Chefsache machen. Also der Auftrag wird zur Chefsache. So, Johnson hat es mit Hilfe vom Kowalski hinbekommen. Sehr schön. So, und dann legen wir mal los. Wir haben jetzt Düngeaufträge angenommen. Da muss ich auch noch bei der Verladung helfen. Man muss die richtige Düngermenge zuweisen. Aber jetzt stellen wir erstmal hier dem Kowalski wieder die Maschine ein. Der hat es per Telefon durchgegeben, wo der Johnson hinfahren muss. Oh, wir sind ein bisschen größer. Ja, es sind ja auch nicht unsere Geräte. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, rückwärts fahren mit dem Knicklenker. Das ist anders wild. Vor allem, wenn VCA rumspinnt. So, wir haben es ausgerichtet. Jetzt stelle ich dem Kowalski das neue GPS ein. Das ist ein neues Modul, das kennt er wohl noch nicht. Deswegen machen wir das jetzt mal. Ich wurde da eingewiesen von uns, von unserem Kunden. Wie hieß er nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Lass mich auf die Auftragsliste gucken. Vom Christoph. Der Christoph hat mich eingewiesen. Kowalski übernimmt jetzt. Gar kein Problem. Und wir legen los. Kowalski macht es schon, Spurhalteassistent ist am Start. Wir checken mal die Lage bei an der Baumwollfront. Da schicken wir dann die Kollegin los. Ja, davon haben wir einige, auch hier wieder eine kleine Einweisung. Hier wird der Johnson wieder unterwegs sein, so wie ich es vermute. Das sieht doch sehr gut aus, das freut mich. Und dann werden wir jetzt noch... ...den Gruber losschicken. Auch hier hauen wir wieder... den netten Kollegen den Spurhalteassistent rein. Senken die Maschine ab. Tempomat rein. Wir setzen den Gruber fort. Jetzt übernimmt auch wieder der Kollege. Das ist der Kowalski. Kowalski macht es schon. Und wir springen zum Hof, weil tatsächlich jetzt wir keine Arbeiter mehr frei haben und werden. Hier steht übrigens die totale Mischrationlieferung. Die müssen wir dann auch noch verladen. Wir werden jetzt hier erstmal umladen mit Dünger. Oh, 38 Liter. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier reinkommen, drankommen. Dann laden wir hier auf und dann gehen wir düngen gemeinsam. Weil ja... viel zu tun ist... Und dann würde ich auch sagen, also zumindest, ich glaube, Frau Müller kommt auch noch heute. Die hat gesagt, die hat einen Arzttermin. Die wollte so gegen 10:30, 10:40 kommen. Die müsste jetzt auch, die kann dann direkt hier den Schlepper übernehmen. Ich guck gerade mal, wo wir hin müssen, weil ich würde gerne... noch was tun.
Bisschen durcheinander hier alles. Feld 36 machen wir als erstes. Ne, wir machen die 18. Frau Müller fährt dann auf die 18. Ich stelle ja den Schlepper schon mal dahin. So. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen in der Zwischenzeit. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen. Der Sean, der Landmaschinenhändler, ja, hat den Schlepper, den kleinen Schlepper, extra für mich sozusagen als Vorführer vor die Tür gestellt. Den dürfen wir uns nehmen. Das werden wir jetzt auch tun. 18. Moment. Reden. Oh, da kommen wir schlecht hin. Da müssen wir wieder hier hin. So, die Jungs arbeiten alles gut. Das ist ja top, da es alles GPS getrackt ist. Kann ich das alles gut überwachen? Frau Müller, das ist ganz schön wild, was Sie hier tun. Aber Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Machen Sie das. Wir laufen jetzt hier rüber, holen uns den Antonio Carraro. Schönes Ding und werden damit reinstarten. Oh, okay. Gepiepst, Handbremse ist gelöst. Nicht sehr minimalistisch, gefällt mir aber. Und er hat einen guten Anzug auch. Also, da ist 98 PS, ist jetzt nicht der stärkste. Der Landini ist stärker. Der hat, glaube ich, 105 PS. Aber er hat einen guten Drehmoment. Und ah, da ist Frau Müller. Hupe haben wir keine. Okay. Ich kann echt nicht hupen. Ist es dann verkehrstauglich überhaupt? Ich glaube nicht, ne? So, dann hängen wir jetzt die Spritze dran. Hinten dran, logischerweise. Und vorne dran den, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Zum Rebenbeschnitt. So, jetzt müssen wir gucken. Da haben wir ihn. Den können wir so dran machen. So, Schläuche müssen wir aber trotzdem dran machen, oder? Jawohl, sehr schön. Aha, ja, da sehe ich ja extrem viel. Also, Field of View nach hinten ist ein bisschen schwierig. So, jetzt schauen wir mal, wie hier die Anschlüsse sind. Okay, dunkle Zapfwelle. So, oh, ist es sogar noch voll, die Spritze. Das freut mich natürlich, das schont den Geldbeutel. Brauchen wir aber nicht auftanken. Im Winter haben wir dann Zeit, aufzufüllen, den Hof aufzuräumen, aber jetzt. So, euch geht's noch gut, ja? Versteht ihr euch auch, ja? Gut. Das freut mich. Sehr schön. Unterschiedliches Moon auch übrigens. Sehr nice. So, und wir werden im unteren Wingert anfangen und uns nach oben hin durcharbeiten, ne? Damit wir immer kürzer werdende Wege haben. Sehr ruhiges Fahrverhalten. So. Dann werden wir mal loslegen. Ah, die MitarbeiterInnen werden hier aber auch. Scheint wohl zu laufen alles. Das freut mich. Wir haben eine lange, lange Liste bekommen. Unsere Service und unser Service und unsere gute Ausführung haben sich mittlerweile echt rumgesprochen. Wir kriegen viele Aufträge, sehr lukrative Aufträge. Und ja, so, jetzt fangen wir mal vorne an.
Vorschneider, so heißt er, genau. So. Und dann können wir den schon mal anschalten. Dann gehen wir nach hinten durch. Nochmal hier kontrollieren. Sollten wir vielleicht erstmal ausmachen. Genau. Und dann gehen wir direkt in die Arbeit rein. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch mit diesem Bild. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein kostenloses Abo würde ich mich auch sehr freuen. Netter Kommentar wäre Icing on the Cake, wie man immer so schön sagt. Und dann lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.